Eins soll Jura nicht sein: trocken. Es ist ein weit verbreitetes Vorurteil, aber das ist es nicht. Nicht, wenn man es wirklich mag. Mein Name ist Jens Prütting. Ich bin an der Buceris Law School seit dem 1. Juni 2015, seinerzeit als Juniorprofessor hierher gekommen und seit dem Jahre 2021 jetzt Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Medizin und Gesundheitsrecht. Tja, eine juristische Laufbahn fand ich zwar immer schon spannend, man muss fairerweise sagen, ich komme auch aus einem entsprechenden Haushalt, sowohl meine Mutter als auch mein Vater haben Rechtswissenschaft studiert, meine Mutter zusätzlich noch Pharmazie, aber ich persönlich wollte offen gestanden noch bis einschließlich zum Abitur Mathe, Physik, Informatik studieren. Und ich muss heute aus heutiger Perspektive fairerweise sagen, dass gerade wenn man gerne Mathematik macht, Juristerei eine gute Sache ist. Denn es passt erstaunlich gut zusammen vom systematischen Denken her. Mein Interesse fürs Medizinrecht hat zwei ganz spezifische Wurzeln. Das eine ist tatsächlich die etwas seltene Verbindung bei meiner Mutter von Juristin und Pharmazeutin, die dann ganz viel Arzneimittel- und Apothekenrecht gemacht hat. Und immer, wenn die davon erzählt hat, habe ich nur böhmische Mitarbeiter verstanden. Es war eine ganz komplexe Materie, die aber wahnsinnig viel Auswirkungen hat. Die andere Sache, wo ich dann tatsächlich zum Medizinrecht gekommen bin, auch weil ich vorher auch keine echte Vorstellung hatte, was da alles dranhängt, wer da alles mitspielt, das war dann tatsächlich am Ende meines Studiums. Da fühlt man sich irrsinnig gebauchpinselt, wenn nämlich Folgendes passiert. Mein damaliger Professor für Schuldrecht kam auf mich zu und sagte: Ach, Herr Prütting, wissen Sie, in der Vorlesung, das hat doch immer so schön geklappt mit uns beiden und es war doch immer lustig und Sie haben immer so gern Widerworte gegeben. Wollen Sie nicht für mich arbeiten und wollen Sie sich bei mir Dissertation schreiben? Und ich gucke ihn an und sage: Hä, was machen Sie denn im Kern? Und sagt er: Ja, wir machen Medizinrecht. Sag ich: Medizinrecht? Klingt spannend. Was genau ist das? Ja, und dann hat er mir knallhart ein Buch an die Hand gegeben und gesagt: So, lesen. Dann habe ich in ein, zwei Monate intensiv mal versucht, alles, was ich dazu in die Hände bekommen habe, an Grundlagen zu lesen. Und plötzlich habe ich gedacht: Spannendste Materie der Welt. Kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen und seither war ich total angefixt von der Materie und habe auch sie nie wieder ansatzweise losgelassen. Wir haben einerseits ein sehr großes Projekt gerade, Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen. Nicht, weil das jetzt besonders irgendwie stechend in der Zeit wäre oder sowas und wir da auf einen Zug aufspringen wollten, sondern ganz umgekehrt. Man stellt ja immer wieder fest, dass es sehr, sehr viele Ideen dazu gibt, wie können wir denn auch ökologisch nachhaltig wirtschaften in allen Bereichen. Das Gesundheitswesen hat, ich sage mal, einige Dreckschleudern bei sich unterwegs. Das sind partiell Pharmaunternehmen, Medizinproduktehersteller, das sind Krankenhäuser. Die wissen das auch. Ja? Und die wissen auch, dass sie etwas tun müssen an ihrem ökologischen Fußabdruck. Aber die Frage ist, wie man die richtigen Incentives setzt, um genau das zu erreichen. Und dieses Projekt zielt darauf, ein Gesetzgebungspaket zu erschaffen und davor natürlich entsprechend herauszukristallisieren, wo man solche Optimierungsaspekte packen kann und wie man sie sauber in Gesetzesform gießen könnte. Professor ist der schönste Job, den Sie in dieser Welt ergreifen können. Sie sind unfassbar frei. Sie sind in Ihrer Arbeit, machen Sie ganz variable Dinge. Sie lehren, Sie forschen. Sie können aber auch sagen, wenn ich bestimmte Projekte besonders spannend finde, dann kann ich die vorziehen. Ich kann also meinen eigenen Tagesablauf immer ordnen. Es ist immer möglich, auch vernünftig ökonomisch klarzukommen. Ja, man wird sicherlich nicht Professor, um reich zu werden, aber man ist auch sicherlich nicht schlecht bezahlt. Das heißt, es stimmt einfach, jeder Faktor, den Sie irgendwie im Berufsleben bauen können, ist einfach absolut perfekt im Professorium. Und wenn man dann auch noch gern mit jungen Menschen zu tun hat, dann macht es natürlich doppelt und dreifach Spaß. Ich nehme aus jeder einzelnen Vorlesung, das ist irre, ich nehme aus jeder einzelnen Vorlesung Ideen mit, wo ich sagen kann: Okay, das war jetzt ein interessanter Querschlägergedanke, hast du vielleicht so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja? Vielleicht passt das gar nicht so sauber im Gesetz oder in der Rechtsprechung oder dergleichen, wie du das bislang vorgestellt hast. Denn die Rückfrage des Kollegen oder der Kollegin, die war gut. Ja? Und dann müsste man vielleicht nochmal nachdenken. Man kriegt also auch ganz, ganz viele Anregungen, weil Menschen neu über die Materie nachdenken. Wenn Sie dann als klassischer Rheinländer, sage ich mal vorsichtig, nach Hamburg kommen und Sie halten hier Ihre erste Vorlesung und alle erwarten vielleicht jetzt den frisch gebackenen Professor, der vielleicht ein bisschen steif auftritt und noch nicht so richtig weiß, wie das hier läuft und so weiter und mal nachgeschlagen hat, was Hamburger Geflogenheit sein könnte. Und dann kommt jemand wie ich rein, der sagt: So, Kinder, wollen wir mal, ja?
dann kann es sein, dass das ein oder andere Gelächter oder der schräge Blick dann schon kommt. Aber ich denke mal fast, dass die Studierenden an der Bucerius Law School sich durchaus an mich gewöhnt haben, hoffe ich jedenfalls. Und wenn man in der Sache dann immer so gut zusammenarbeiten kann, wie wir es hier können, ich glaube, dann haben wir nicht nur kein Problem, sondern einfach auch viel Freude. Denn eins soll Jura nicht sein: trocken. Es ist ein weit verbreitetes Vorurteil, aber das ist es nicht. Nicht, wenn man es wirklich mag.